Moinsen, in diesem Video gibt es die besten Technik-News der Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt gerne dran. Xiaomi Mi Mix 4, unser erstes Thema. Die Mi Mix-Serie ist ja eine speziellere Serie und wurde seit 2019 nicht mehr geupdatet. Dieses Mal soll die spezielle Funktion sein, dass die Frontkamera unterm Display ist. Das kennen wir ja schon, aber Xiaomi soll das so hinbekommen haben, dass man die Kamera wirklich nicht sehen kann. Ihr seht es ja auch schon eingeblendet, das soll das Display-Panel sein, was im Mi Mix 4 arbeitet, und da sieht es schon echt nice aus. Zusätzlich soll das Display auch ein 120Hz Display sein. Der Akku soll so zwischen 4500 und 5000 Watt stark sein und das Gerät soll kabelgebunden mit bis zu 120 Watt laden und kabellos mit so 70 bis 80 Watt, was extrem schnell ist. Als Prozessor soll der Snapdragon 888 Plus verbaut sein, die Hauptkamera soll 50 Megapixel haben und es wird wahrscheinlich noch eine Ultraweitwinkelkamera geben und eine Periskopkamera als Zoom natürlich auch. Preislich, bei so geilen Funktionen, fragt man sich natürlich auch, wie teuer wird es sein. Es soll sehr wahrscheinlich über dem Preis des Mi 11 Ultra liegen und das kostet ja 1200 Euro. Das heißt, da können wir uns auf jeden Fall auf einen happigen Preis einstellen. Das neue WhatsApp-Update, unser zweites Thema. Wie der Name schon sagt, es ist ein neues Update und eine neue Funktion für WhatsApp. Die sogenannte View Once Funktion. Man kann sie wahrscheinlich auch einfach Snapchat-Klon-Funktion nennen. Denn es geht darum, und die löschen sich automatisch nach einmaliger Betrachtung. Wie schon gesagt, die Funktion gilt für Bilder und Videos, aber nicht für Nachrichten. Außerdem ist es so, wenn die Nachricht 14 Tage nicht angeschaut wurde, wird sie automatisch gelöscht. Die gute alte Eigenwerbung, unser drittes Thema. Denn ich habe für dieses Jahr das Ziel, 100 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr mich dabei supporten wollt, lasst gerne ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und abonniert diesen Kanal. Würde mich sehr freuen und weiter geht's. Unser drittes und damit vorletztes Thema. Die Analysefirma Strategy Analytics hat mal etwas analysiert, nämlich die Verkaufszahlen der großen Smartphone-Firmen in Europa im zweiten Quartal 2021. Und dabei kam raus, dass erstmalig Xiaomi auf Platz 1 der Verkaufszahlen lag, mit nämlich 12,7 Millionen verkauften Geräten. Zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 67%. Damit haben sie Samsung vom Thron gestoßen, die haben nämlich 7% Rückgang und sind jetzt bei 12 Millionen. Auf dem dritten Platz haben wir Apple mit 9,6 Millionen und da habe ich keine Infos zugefunden, wie viel Prozent die verloren oder gewonnen haben. Echt interessant, dass Xiaomi jetzt sogar schon auf Platz 1 der Verkaufszahlen ist. Die haben auf jeden Fall die Huawei-Situation besser ausgenutzt als Samsung. Z Fold 3 und Z Flip Preise. Wir haben hier schon öfter über die Funktionen und technischen Details der Geräte geredet. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich auch schon die finalen Preise. Das Z Fold 3 soll ein bisschen teurer werden als der Vorgänger. Der kostete 1.949 Euro UVP. Das Z Fold 3 wird wahrscheinlich bei 2.009 Euro starten. Ist aber nur die UVP. Das Z Fold 2 war zwischendurch auch schon bei 1.500. Also der Preis davon wird natürlich auch sinken. Beim Z Flip 3 ist es allerdings so, dass die UVP da eher gesunken ist. Denn die lag damals bei 1.349 Euro. Und das neue Z Flip soll bei 1.029 Euro starten, was schon deutlich, deutlich günstiger ist. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Foldables eher in Betracht gezogen werden. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was Samsung will. Deswegen ist komisch, warum die beim einen so viel günstiger sind und die andere UVP so teurer wird. Aber vielleicht sind es auch nicht die richtigen finalen Preise. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Am 11. August ist es ja soweit. Und jetzt ist es auch soweit mit dem Ende des Videos. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, einen Kommentar, Verbesserungsvorschläge, was ihr möchtet. Und abonniert doch gerne den Kanal. Würde mir sehr helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.